Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, wir sind nun bei Teil 2 angekommen von unserem Knäudoleum. Du müsstest jetzt eigentlich von Part 1 hierher gekommen sein, falls du es nicht gefunden hast. Schau einmal in der Videobeschreibung nach, da kommst du zu Teil 1 und danach kommst du eigentlich hier wieder her. Ist alles eigentlich miteinander verlinkt. So, im ersten Teil hatten wir ja das Gebäude an sich gebaut, hat sich bis jetzt lang noch nichts geändert. Na gut, du siehst schon ein paar Markierungen, was wir heute machen werden. Und zwar setzen wir jetzt an dieses Gebäude weitere Teile ran, also wie so ein Puzzle setze ich das ganze Gebäude zusammen. Und ich möchte heute in dieser Folge eigentlich alles schaffen, so dass wir im dritten Part eigentlich die Tour machen können. Und ich würde sagen, um das zu schaffen, müssen wir erstmal natürlich unsere Blöcke rausholen aus unserer geliebten Kiste. Ist schon alles eigentlich vorbereitet. Hier holen wir uns einfach alles raus. So, denn heute brauchen wir, ganz einfach mal gesagt, wieder Glasscheiben. Davon nochmal Glasblöcke. Ich empfehle einfach mal, verwende das gleiche Glas wie im ersten Part. Danach holen wir uns noch Bruchsteinmauer raus. Ja, blaue Keramik heute, denn nochmal hellblaue Keramik, woraus auch unser Gebäude besteht. Dann holen wir uns noch steinzige Treppen raus und schwarzen Beton. Wenn wir dann das ganze Blockmaterial zusammen haben, geht's los. Erstmal würde ich mal sagen mit der hellblauen Keramik. Dabei fliegen wir jetzt einfach mal auf unsere Vorderseite hin. Hatten ja, sag ich mal, hier beim Eingang so zwei kleine Türme, ne? Hier auf den rechten Turm legen wir los. Einfach setzen wir hinten 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Das Ganze müssen wir auch nochmal nach vorne ziehen. Aufgepasst, hier müssen wir ein bisschen Teppich weghauen. Dreimal und setzen dann hier auch nochmal insgesamt so 4 Blöcke nochmal nach vorne hin. Denn das Ganze wird 2 dick. Und wenn wir das so einmal geschafft haben, setzen wir hinten einfach mal 2x 3 Blöcke rauf. Dann machen wir hier nochmal nach vorne, muss ja alles ein bisschen dicker werden. Danach setzen wir einfach mal so nach, ein bisschen zur Seite gesetzt, auch nochmal 3. Auch wieder 2x hochziehen. Hier unten auch nochmal nachziehen. Sehr schön. Dann setzen wir hier nochmal eine weitere Schicht einfach mal an, dass wir hier so 4 haben. Hier auf dieser Dreierschicht machen wir nochmal eine extra Dreierschicht hin. So in etwa. Und dann ganz oben setzen wir nochmal eine Dreierschicht. Aber aufgepasst, an dieser Dreierschicht setzen wir jeweils zu zwei Seiten nochmal eine Blockschicht mehr ran. So, jetzt können wir das Ganze uns einmal angucken. Dann würde ich mal sagen, setzen wir einfach mal auf der Seite zwei Blöcke tiefer. Und dann lassen wir das Ganze einfach mal so. Danach nehmen wir einfach mal die steinzige Treppen raus und platzieren die auf der linken Seite einmal, da wo wir an sich ja nur noch eine Blockreihe so überstehen haben. Und machen einfach mal die Treppen so hin, dass die sich ineinander alle berühren. Das soll so ein kleiner Abzug sein, so eine Haube, irgendwie ist da was drauf. Und das stellen wir einfach mal den Treppen so ein bisschen nach. Sehr schön. So, dann geht's zum nächsten Puzzlestück, was wir hier ansetzen. Wir bleiben immer noch bei unserer hellblauen Keramik und fliegen jetzt zu dieser Lücke. Wir hatten ja, sag ich mal, hier so eine Dreierlücke, so ein neuner Feld. Hinten setzen wir einfach mal, obwohl ich setze das alles eine Blockschicht etwas mal höher, damit wir erstmal so haben, wie das Ganze aussehen soll. Und uns hier nicht so ein bisschen verdaddeln, weil ja alles dann auf der gleichen Ebene ist und auch alles gleich aussieht. Also wir setzen einfach mal hier erstmal so einen nach oben und den ziehen wir jetzt einfach mal zur linken Seite weg. Und zwar setzen wir da jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Blöcke an. Insgesamt haben wir 7 Blöcke. So, auf der rechten Seite setzen wir jetzt noch nach hinten 1, 2, 3 weitere Blöcke. Super. So, hier hinten zur Seite ziehen wir nochmal 1, 2, 3 Blöcke ran, gehen ein nach vorne und setzen nochmal zur Seite 1, 2, 3. Den haben wir ja schon. Danach verbinden wir einmal das hier und dann wäre das Ganze fertig. Wir müssen natürlich jetzt hier unten das einmal noch alles bis zum Boden ziehen. Hier hinten natürlich auf der Rückseite das Ganze auch einmal nochmals zum Boden. Ziehen wir einfach mal hier alles gerade runter. Sehr schön. So, danach müssen wir natürlich hier noch die innere Fläche einmal ausfüllen. Dabei kann man sich hier einfach nochmal bedienen beim Teppich. Den Platz nehmen wir einfach mal hier kurz rein. Kann man irgendeinen Block noch darunter setzen und darauf einfach Teppich. Okay. So, dann haben wir das hier auch wieder geschafft und müssen jetzt das Ganze nochmal um eine Reihe erhöhen. Noch einmal so langziehen alles hier auf jeder Seite. Hier natürlich auch, bis wir wieder vorne angekommen sind. Und vorne schlagen wir diesen Block einmal weg, weil das Ganze ist so ein bisschen schräg in die eine Seite. Aber weil man in Minecraft immer so richtige Schrägen nicht so darstellen kann, schlagen wir einfach mal hier einen weg. Machen das aber nur auf der Vorderseite. Auf der Rückseite, ich weiß nicht, würde ich nicht unbedingt empfehlen. Obwohl, kann man das machen? Ja, eigentlich schon. Also machen wir es auf der Rückseite auch nochmal. Okay, wenn wir denn soweit sind, würde ich sagen, geht es denn hiermit weiter. Dafür nehmen wir uns einfach mal unsere blaue Keramik zur Hand und fliegen jetzt einfach mal hier hinten auf unserer Dachebene hin. Du siehst schon, ich habe mir alles hier vormarkiert, damit ich hier auch nicht durcheinander komme.
Also, wir nehmen jetzt einfach mal die blaue Keramik zur Hand und wir fliegen am besten erstmal hier zur Seite hin bei diesen vierer Fenstern. Da hatten wir ja, sag ich mal, so wie Treppen hier. So, hellblaue Keramik zur Hand. Und dann platzieren wir einfach mal. Jetzt müssten wir hier noch so eine Zweier Dicke, ne, und Vierer Länge haben. Und hier einfach mal an der Kante hier setzen wir 1, 2, 3 Blöcke ran. Dann tauschen wir das hier einmal kurz aus durch eine blaue Keramik. Hier tauschen wir 3 Blöcke aus durch blaue Keramik. Dann setzen wir einen so nochmal ran. Dann wieder 3. Einen. Ups. So, dann machen wir hier wieder 3 an. Und einen. So, dass wir insgesamt einen Kreis haben. So, die Blöcke können wir einmal weghauen. Dann haben wir hier so einen Kreis und schlagen den Block auch nochmal weg. Okay. So, jetzt nehmen wir einfach mal unsere Glasblöcke zur Hand und haben jetzt eine Aufgabe. Und zwar müssen wir jetzt hier einfach mal das Innere, jedenfalls die 4 Seiten, mit Glasblöcken einmal ausfüllen. Müssen wir einfach mal hier kurz die Seiten langziehen. Und das müssen wir dann natürlich auch auf eine Höhe setzen, denn so tief wollen wir das natürlich nicht lassen. Und setzen die Glasblöcke auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4. Und zwar alle. Anschließend, nachdem wir das geschafft haben, nehmen wir jetzt unsere Glasscheiben zur Hand. Und die platzieren wir einfach mal hier auf der äußeren Schicht einfach hin. Einfach an unsere Glasblöcke ran, hier an den Seiten natürlich auch. Also das heißt natürlich dann hier auf die blaue Keramik platzieren wir die. Und das Ganze ziehen wir einfach mal bis nach oben hin. Nachdem wir das dann auch wieder geschafft haben, kommen wir jetzt einmal zu unserer blauen Keramik wieder. Die platzieren wir jetzt ganz einfach mal gesagt auf unsere Glasscheiben einmal rauf. So in etwa. Und wenn man das dann einmal, sag ich mal, oben drauf noch so platziert hat, kann man natürlich jetzt die innere Fläche nochmal, sag ich mal, verkleiden. Dafür habe ich ganz einfach mal hier einfach mal hellblauen Beton genommen. Ja, bei mir geht das immer ein bisschen, eigentlich relativ zügig, das Ganze zu verkleiden, wenn man das Ganze halt nicht einrichten möchte. Wir richten das auch nicht ein, am Ende kann ich euch jetzt schon sagen. Jedenfalls hier dieses Glasding, von daher kann man das ruhig verkleiden. So, kommen wir dann einfach mal zum nächsten Schritt. Dabei nehmen wir wieder unsere hellblaue Keramik zur Hand, fliegen, sag ich mal, jetzt auf die rechte Seite unseres Gebäudes. Hier hatten wir auch immer noch unsere Fenster rein. So, jetzt fliegen wir einfach mal hinter unser Gebilde hier, nenne ich das einfach mal. Lassen einfach mal eine Blockschicht frei und setzen dann 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Das verbinden wir dann einfach mal hier bis zur Kante. Nur, dass wir hier halt eine Reihe frei haben. Die äußerste Kante hier, die erhöhen wir jetzt einfach mal auf insgesamt 4 Blöcke. Dass wir insgesamt 5 Blöcke haben. Sehr schön. So, dann fliegen wir hier einmal auf die andere Seite. Und setzen jetzt hier einfach 2 Blockschichten hin. Genau so etwa, dass sich dann hier einfach nur 2 Blöcke so Abstand sind. So, kommen wir nun wieder hier zu unserem hinteren Teil. Du siehst schon, hier wird auch wieder ein Kreis gebildet werden. Dabei nehmen wir einfach unsere blaue Keramik und, würde mal sagen, fangen wir an, den Kreis zu zeichnen. Richten wir uns am besten von dem Teil, würde ich mal sagen. So, oh nee, warte mal, wir fangen hinten an. Hier ist es, glaube ich, besser. So, wir platzieren einfach mal 3 Blöcke hin. Ne, von unserer blauen Keramik, gehen dann 2 einzelne einfach mal zur Wand hin und platzieren 3 Blöcke einfach mal hier so rein. Das sieht man dann, ob das gleich aufgeht oder nicht. Das sollte dann hinhauen. Also 3 Blöcke, 2 Einer und 3er. Ne, dass das hier genau alles anstößt an den Wänden. So, dann machen wir einfach mal das weiter mit 2 Einern. Wieder 3er, 2 Einer, ein 3er, 2 Einer und schon haben wir unseren Kreis. So, das müssen wir natürlich noch auf eine gewisse Höhe ziehen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die gleiche Höhe, wie wir, sag ich mal, hier das haben. Also erhöhen wir alles um 2 Blöcke. Wenn wir das einmal geschafft haben, machen wir hier einfach mal ganz gemütlich weiter. Und zwar erstmal mit dem schwarzen Beton. Hier dürfen wir das einmal ausfüllen, die Fläche, und setzen danach nochmal eine weitere Schicht ringsrum. Nachdem wir das dann fertig haben, nehmen wir jetzt nochmal unsere blaue Keramik zur Hand und fliegen wieder auf unsere Seite hier mit den Fenstern. Und wir hatten ja, sag ich mal, hier an der Seite einen Dreier. Da platzieren wir auf den hinteren 2 nochmal hier an der Seite einfach 2-mal blaue Keramik. Das Ganze erhöhen wir nochmal um 2, dass wir hier so ein Viereck haben. Sehr schön. So, jetzt fliegen wir einfach mal auf die andere Seite unseres Kreises. Wir fangen oder orientieren uns einfach mal an diese Zweier hier einfach mal an. Wir setzen einfach mal
hier einfach mal zur Wand. So eine Verbindung von 3, 2 und 1. So, das erhöhen wir jetzt alles nochmal um 2 Blöcke. Also um einen Block eigentlich gesagt. So, alles um einen erhöhen. Wenn wir das geschafft haben, platzieren wir jetzt an der Seite hier einen. Hier 2 und schlagen die nochmal einmal bitte weg. Sehr schön. So, dann haben wir hier so eine kleine Verbindung. Ist auch so ein kleiner Bogen, der das hier Ganze ein bisschen verbindet. Man kann man nicht so gut reinsehen, weil da denke ich einfach mal, dass das irgendwie so eine Strebe ist, die das Ganze mit der Wand einmal so leicht verbindet. Okay, so, jetzt kommen wir zum größten Ansatzteil, was man hier noch ranbauen kann. Und zwar einfach mal hierher gesehen. Dabei nehmen wir uns jetzt hier erstmal unsere blaue Keramik zur Hand. Und wir haben ja, sagt man, hier so eine riesige Lücke, ne? Da können wir mal gucken. Setzen wir einfach mit der blauen Keramik hier einfach 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke sollten hier in der Länge reinpassen. Das Ganze machen wir auf eine 2er Dicke. Danach setzen wir hier drauf noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke rauf. Das Ganze müssen wir einmal komplett hier alles ausfüllen. Wenn wir das soweit haben, platzieren wir jetzt hier auf der Rückseite bei der Wand auch nochmal 3 weitere Blöcke hier einfach rauf, bis das hier oben natürlich anschließt. So, danach platzieren wir auf der Vorderfront hier eine weitere Reihe und machen das wie so eine Pyramide einfach mal nach hinten weg, sodass wir die Seiten immer halt einen freilassen. Sehr schön. So, jetzt kommen wir hier zur Rückwand. Weiter geht es dann ganz einfach mit dem blauen Beton. Wir fliegen hier, wie gesagt, hier an der Rückwand ran. Achten einfach mal drauf, dass wir oben 2 Blöcke freilassen. Denn hier setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Blöcke an. Das Ganze müssen wir hier einmal natürlich rüberziehen. War ja insgesamt 5, ne? So, dann ziehen wir das hier einmal nach oben. Dann dürfen wir einmal das hier einmal komplett ausfüllen. Obwohl, wir können uns eigentlich auch ein bisschen Arbeit sparen. Weil das Ganze müssen wir 2 dick machen. Nachdem wir dann die zweite Reihe hochgezogen haben, können wir hier oben einfach mal zumachen und sparen uns dann einfach die Arbeit, das hier innere einfach mal auszufüllen. Sehr schön. So, danach geht's weiter. Und zwar gleiches Prinzip. Wir passen auf. Jetzt aber 1, 2, 3 Blöcke lassen wir hier oben frei. Dann setzen wir hier unten natürlich noch 4 weitere Blöcke an. Das Ganze hier einmal rüberziehen. Hier dann auch wieder 3 Blöcke hoch. Und das Ganze dann natürlich auch in 2 dicke. Wie gesagt, wenn man dann das hier einmal hochgezogen hat, kann man sich das ersparen, hier innen drin auszufüllen und zieht einfach nur oben zu. So, wenn man das geschafft hat, setzen wir jetzt auch wieder, sag ich mal, Ebene hier an die Wand noch eine weitere Reihe ran. Einmal oben und einmal unten. Anschließend platzieren wir mit dem blauen, ja, mit der blauen Keramik einfach mal an den Seiten erstmal hier, würde ich mal sagen, wie so eine Treppe an sich oder hier so eine Kante. Das machen wir nochmal auf der anderen Seite genauso. Einfach hier so eine Kante ransetzen. Super. Das machen wir, würde ich mal sagen, immer synchron, damit wir auch hier nicht durcheinander kommen. Danach setzen wir hier wieder so eine Kante an. Auf der anderen Seite können wir daher aber nur leider einen Block setzen. So, fliegen wir hier wieder auf die Seite hin. Platzieren wir jetzt hier einfach mal zwischen den, ja, hier einmal in der Lücke. Einfach eine Schicht, 2, 3 Schichten. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Eine Schicht, 2, 3. Danach platzieren wir einfach nochmal an die Wand jeweils einen Block. Wenn wir das haben, geht es jetzt, würde ich mal sagen, einfach mal hier auf der ersten Schicht weiter. Hier platzieren wir wieder 3 Blöcke hin, sodass wir an den Seiten erstmal immer einen Block frei haben. Und ganz oben nochmal einen. So, hier weiter nach hinten machen wir genau wieder auch eine Pyramide hin. Und wenn wir das haben, platzieren wir einfach mal hier auf wieder Ebene auch wieder eine Schicht hin, sodass an der Seite jeweils ein Block noch frei ist. Hier oben auch nochmal. Super, so kommen wir jetzt an das nächste Stück. Beim nächsten Teil, was wir da jetzt ransetzen, brauchen wir wieder die hellblaue Keramik. Hierbei fliegen wir einfach mal unten hin, ziehen jetzt eine Schicht bis zur anderen Seite, sodass hier diese Kanten ja immer noch überstehen. Setzen hier insgesamt noch 2 weitere Schichten drauf, dass wir insgesamt 3 Blöcke haben. So, anschließend machen wir das Ganze wie immer mit 2er Dicke. Und anschließend, ja immer wieder anschließend, setzen wir unten auch noch eine Schicht hin. Aber diesmal lassen wir es einmal überstehen zum Gebäude hin. So, das ziehen wir einmal hier komplett zu. Und wenn wir das geschafft haben, platzieren wir ganz oben drauf, jetzt an die Wand nochmal eine Schicht und das Ganze jeweils nochmal einmal nach vorne, aber nur diesmal lassen wir hier wieder an den Seiten jeweils einen Block frei. So, das nächste Stück bauen wir ran. Beim nächsten Stück verwenden wir jetzt wieder einfach mal blaue Keramik. Bei der blauen Keramik fliegen wir einfach, also fliegen wir erstmal hier auf die Seite hin, platzieren unten 3 Blöcke hin. Das Ganze ziehen wir bis nach oben hin, lassen dabei aber eine Blockschicht frei. Dann füllen wir das einmal aus. Und setzen hier dann in der Mitte einfach eine Schicht hin und an den Seiten jeweils 2 Blöcke, sodass oben und unten noch ein Block halt frei ist.
So, wenn wir das geschafft haben, nehmen wir jetzt einmal unsere Bruchsteinmauer zur Hand, fliegen jetzt zu unserer blauen Keramikstück, was wir hier haben, platzieren an den Seiten oder einmal weiter nach innen. Das ist dann so, wie man das gerne sich machen möchte. Einfach mal die Bruchsteinmauer und platziert die bis nach unten. Ich glaube, hier habe ich mich einmal ein bisschen beim Abschätzen verguckt hier. Ich glaube, um einen habe ich mich nur verguckt. So, habe ich gerade eben gewundert, warum das hier unten so war. Ja, war doch eigentlich richtig. Einfach an den Seiten hier bei den Dreiern platzieren wir einfach mal die Mauer so bis nach unten. Man kann dann unten einfach mal, was habe ich jetzt hier genommen, einfach mal hellgrauen Beton vielleicht nehmen und ja, zieht man das einfach hin. Du kannst aber auch, das ist wieder so ein Insider, die Mauer bis nach unten schon machen. Das mache ich auch eigentlich. Warum? Denn es kommt bald so ein Wasser-Update, wo, sage ich mal, das Wasser sich mit der Mauer verbindet. Von daher können wir das jetzt schon machen, aber wenn du es noch nicht so magst, dann kannst du immer noch das machen. Wie gesagt, beim nächsten Update wird das Wasser sich damit verbinden, aber ne, wer möchte, kann auch einfach einen Block hinsetzen. So, dann sind wir damit fertig, aber wir nehmen nochmal unsere Mauer zur Hand, denn ich habe was vergessen. Und zwar müssen wir, wenn wir jetzt, sage ich mal, zu diesem Teil hinfliegen, wo wir angefangen haben, setzen wir einfach mal hier so irgendwie zwei Mauern einfach mal rein und machen die so zwei Blöcke hoch insgesamt, dass das nochmal ein paar Schornsteine sind. Und dann sind wir eigentlich mit dem Gebäude somit fertig. So sieht das eigentlich komplett oben einmal aus. Jetzt können wir in der nächsten Folge dann anfangen, das Ganze einzurichten. Aber zum Abschluss dieser Folge müssen wir natürlich noch den Namen vorne ranschreiben von unserem Knoddeleum, damit man ihn auch noch lesen kann. Dabei gehe ich jetzt hier einfach mal in die Kiste ran und habe das Ganze hier schon mal vorbereitet. So, ich hole mir das einfach mal hier raus. Und da komme ich auch gleich noch zu mal zu. Wenn du nicht weißt, wie man auf Banners Buchstaben macht, findest du in der Videobeschreibung einen Link zu einem Video, wo ich erkläre, wie man jeden Buchstaben des Alphabets auf Banners macht. Ich sage immer, wenn man es einmal gesehen hat oder einen Buchstaben nicht weiß, dann sollte man sich einfach angucken und wenn man es einmal gesehen hat, dann vergisst man es eigentlich auch nicht. So, den Namen schreiben wir ganz einfach mal hier oben rauf, lassen an den Seiten eine Blockschicht frei, hier an der Seite auch nochmal eine Blockschicht freilassen und dann können wir das einfach mal hier raufschreiben. So, die Banners hebe ich mir wie immer einmal auf. Das heißt, die kommen wieder zurück in die Kiste rein, damit ich sie mir im Nachhinein nicht immer wieder nochmal machen muss. So, und dann schreiben wir hier nochmal das hin. Und sollte eigentlich perfekt aufgehen. Ja, an der Seite haben wir es auch nochmal frei. Ich stelle mich nochmal kurz nach vorne hin. Falls du das Ganze so denn abschreiben möchtest, kannst du natürlich auch vom Titel ablesen. Ne? Sollte eigentlich kein Schreibfehler drin sein. So, die packe ich mir auch nochmal zurück. Und dann würde ich sagen, gucken wir noch einmal kurz rein. Denn im nächsten Teil wird das Ganze eingerichtet sein. Hier können wir noch mal kurz reingucken. So sieht das Ganze jetzt von innen drin aus. Du wirst überrascht sein, wie ich das Ganze umwandeln werde. Denn ich richte mich, wie gesagt, nach der Folge und versuche so viel, wie es geht, reinzubauen. Und ja, dann sind wir eigentlich heute wieder fertig. Und von außen ist es eigentlich komplett. So, ich fliege hier noch extra einmal rum. Und dann würde ich sagen, stelle ich mich vorne hin. Den dritten Teil findest du wie immer in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns im dritten Teil wieder. Falls du jetzt eine Pause machen möchtest und noch nicht einrichten möchtest. Und ja, so, dann würde ich sagen, stelle ich mich einfach vorne hin. Obwohl, wir stellen uns wieder schräg hin. Das fand ich ein schönes Bild. So, und wenn ich schräg stehe, dann war es das Ganze wieder von meiner Seite. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Also haut rein und tschüss.